So, einen wunderschönen liebe Zuckermannschaft. Wir sind wieder zurück in der verstrahlten Apokalypse. Ja, irgendwie ist hier gerade ein radioaktiver Niederschlag unterwegs. Was irgendwie mäh gerade ist. Aber ich muss sagen, unsere Leute sind deinen Weg hingebaut. I don't know. No. Ich habe keinen Weg hingebaut, aber unsere... Warum mache ich eigentlich Pause? Wenn wir auf die Weltkarte sind, ist eh Pause. So, unsere Spezialisten. Ich würde sagen, geh mal darin. Und noch ein paar Pilzchen raus. Du holst uns die letzten Dinger hier raus. Und du gehst nach Haus. Wir haben ein paar Sachen. Essen haben wir in Hülle und Fülle. Wir haben mega viel Fisch, das ist gut. Aber was wir gebrauchen könnten, wäre Leute, die den anderen Leuten einen auf den Sack geben. Also hier Kojak, der mit seinem Lolli im Mund, der ist schon gut. Du holst auf jeden Fall nächste Runde nochmal Pillen raus. Und dann geht's, glaube ich, hier hin. Ne, da gibt's nur normales Zeug. Eigentlich gibt's eigentlich nichts Lohnendes. Doch! Das da und das da leer räumen. Dann könnten wir theoretisch unseren verstreiten Müll wegschmeißen. Denn ich habe ja... ne, können wir noch nicht, weil ich Gefahrentechno noch nicht gemacht habe. Aber wir können Energie machen. Abfallmüll. Das wird gemacht. Wir brauchen noch Dingsbums. Ohne Dings kein Bums, kennt ihr ja. Nee, Forschung. So, jetzt müssen wir aber erstmal warten. Bis mal hier der Niederschlag weg ist und wir sollten vielleicht mal den Radiosender wieder wechseln. Ich bin für wildes Grenzland. Ein Kolonist hat was gefunden. Ja, was habt ihr denn zwei gefunden? Verlassenes Eigentum. Oh. Oh. Wir kommen ja gleich mit Dings nach Hause, oder? Oh. Ich hoffe, ich halte noch ein bisschen durch. Bis unsere Typin hier zu Hause ist. Die braucht noch ein bisschen. Dann können wir das machen. Oh. Das wird toll. Wenn das klappt. Dann geht's ab. Ich hoffe, dass die eine schnell sich wieder regeneriert. Nice. Perfekt. Die Verstrahlung hat sich noch in Grenzen gehalten. Und unser Spezialist kommt nach Haus. Nice. Jetzt haben wir das Werkzeug, das was wir brauchen. Ich würde sagen, du holst dir denn die Schrauben raus. Ja,
Mr. Kojak holt die letzten Pillen raus. Oh. Und dann geht er sich heilen. Du gehst auch nach Hause. Mit Essen und Pillen. Perfekt. So, jetzt können wir uns darum kümmern. Bisschen laufen lassen. Damit er weiß, dass ich das da oben hab. Ey, ich hab... Moment, da können wir mal... Wir speichern mal und laden neu. Speichern. Oder wir machen den Autosave. Speichern. Laden. Vielleicht funktioniert es denn. Weil wir haben ja eigentlich das Zeug. Wäre ja blöd, wenn wir die Leute hinschicken ohne Werkzeug. Und dann schaffen die es nicht. Weil die Kacke sind. Ha! Hm? Okay. Okay. Interessant. Davor brauchten wir zwei Material. Zwei Werkzeug. Und nach einmal Speichern und einmal Laden brauchen wir jetzt Planken. Ist in Ordnung. Ist okay. Werkzeug wäre wertvoller gewesen, aber das ist ein kleiner Bug. Das muss ja nicht sein. So, man könnte es extrem ausnutzen. Aber gucken wir mal weiter. Also, einer der Kolonisten kommt auf dich zu, gerannt. Ach, auch noch gerannt. Er erzählt dir von einem verlassenen Wagen, den jemand nicht weit von hier bei einer Spähmission entdeckt hat. Er ist mit einer Plane bedeckt. Daher kann man nicht sehen, was sich drin, was darin befindet. Rund um den Wagen gibt es Fußspuren. Also niemand kann sagen, wohin sie führen. Die Kolonisten wollen den Wagen durchsuchen. Für den Fall, dass sich da drin etwas Wertvolles befindet. Durchsucht den Wagen, aber bewaffnet die Kolonisten. Mit Dachlatten oder was? Mit Klappspaten und Dachlatten bewaffnen wir die Kolonisten. Oh, Leckerschmecker. Na, guck mal einer an. Eine kleine Gruppe der Kolonisten zieht los. Es dauert nicht lang, bevor sie zurückkehren. Den Wagen im Schlepptau. Was? Den kompletten Wagen? Darin befinden sich viele Vorräte, sowie zwei Leichen. So wie es aussieht, sind beide krank geworden, wodurch sie zu schwach wurden, um weiterzufahren. Ah ja. Naja, eigentlich müsste man sagen, dass zwei Werkzeuge weggehen. Also eigentlich kriegen wir vier Werkzeuge. Und vier das. Kleidung. Okay. Kann man machen. So, eine ist hier noch verstrahlt. Ah, die machen nichts, oder? Da haben wir gearbeitet. Hier wird gearbeitet. Und hier. Aber keiner macht was. Oh, Metall ist bald weg. Okay.
Müssen wir mal gucken, wo hier noch Metall irgendwo liegt. Als ob Metall so mega weit entfernt ist. Nur da oben, da. Ist das eine fucking große Map, Alter? Okay. Da haben die Leute eindeutig was zu laufen. Und ich wollte das hier als Hauptding machen. Wow, kann man wohl vergessen, ne? Bisschen. Wenn man bedenkt, dass man da jetzt ewig braucht, um nach Norden zu laufen und dann hier wieder zu runter zu gehen. Ein bisschen Stuff. Gucken wir mal. Lagerstätte ist leer. Ja, schön. Oh, guck mal. 3331. Also, da könnten wir auf jeden Fall noch was machen. Das ist echt ein Witz. Spezialisten sind bereit. Ja, das ist echt ein Witz. Das ist der einzigste Metallding hier und da. Und dann sind die noch ganz weit oben. Uff. Uff. Einfach nur uff. So, was macht sie? Sie holt die Dinger. Ein paar Schrauben. Oder? Ich guck in diese Gebiete mal nach. Vielleicht finden wir hier ja Dingens, Gedüns, Gebums. Forschungspunkte. Spielstand gespeichert. Ich bin gerade am überlegen. Essen haben wir genug. Aber sollte man trotzdem vielleicht noch Fleisch machen? Es gibt noch Werkzeug und Schneider, den wir machen können. Aber Kleidung haben wir genug. Und essentechnisch sind hier nur ein Fischer. Und die macht so viel Fisch? Oh nein, eigentlich sind wir schon längst im Minus. Weil wir nur zwei produzieren und wir verbrauchen 10. Eigentlich verhungern wir gerade. Theoretisch. So, wer ist denn hier angekommen? Ein Kind und ein Typ. Ah, die bringen uns Fleisch und Werkzeug und ein bisschen Kleidung. Ich würde sagen, ja. Kommt drin!
Dann könnte ich sagen, okay. Die eine, wer ist denn das? Huh? Riley. Ist die neue, oder? Ja, kann sie gleich loslegen, ein bisschen arbeiten. Und zwar ein bisschen Fallen stellen und so. Ich bin gespannt, wie sie hier die Fallen legen will. An den ganzen atomaren Abfall hier. Mal gucken, wie sieht das eigentlich aus? Ah, Spezialisten sind bereit. So, sie ist bereit. Ich würde sagen, sie schickt eine Pläne, oder? 8, was kann die? Auch 8. Er ist eigentlich gehüpft wie gesprungen, oder? Da ist ganz viel Dings drin. Ne? Dann soll sie mal plündern. Und er muss immer noch nach Hause. Noch ein Tag und dann kann er. Das bedeutet, sie holt das da. Und dann könnte sie ja den Typen da einen aufs Maul hauen. Oder das macht Kojak. Wenn er soweit ist. Dann kümmert die sich um andere Sachen. Und holt Sachen. Ja. Aha. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie macht sie das? Die schuppert hier das Leder und das produziert dann Fleisch oder wie? Geht raus. Klimpert ein bisschen am Gehege. Und das war's. Schade. Und woher kommen die denn alle? Hallo? Von wo kommt die denn von... Ach, die... Ach so, okay. Alles safe. Das haben wir im Moment hier neu geschleppt. Und hier sind noch zwei Bären übrig. Schade. Bedeutet, wir müssen weiter nach oben Bären suchen. Hier weiter denn... Ja gut, die produziert dann mal ein bisschen Fleisch. Jetzt produzieren wir 4. Ist okay. Genug Dings haben wir. Dann würde ich sagen, geht sie hier noch mit rein. Und dann vielleicht auch noch mal ein. Sollten wir, glaube ich, 8 produzieren. Ja, dann sind wir schon fast am passt. Weil 123 Dings ist schon... Uff, schon eine Menge. So, er bringt ein paar Pilzchen. Du
Du kümmerst dich da drum. Du kümmerst dich hier drum. Guck mal hier rein. Was ist denn hier? Ah, ist da alles Kacke. Das ist doch alles Kacke. Wir brauchen definitiv Dings. Und sie war noch nicht zu Hause. Ich wollte sie nach Hause schicken, oder? Ach, Mist, egal, passt. Ist egal, passt schon. Unterirdisches Plastik. Was braucht man um Plastik? Das, oder? Ja gut, nice. Da brauchen wir einiges. Um die zu bauen. Oh, das ist eine Menge. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute. Wir haben jetzt nur zwei Träger, das ist nicht viel. Besonders weil ich hier gern noch einen reinsetzen will. Aber wir brauchen Träger. Mit zwei Träger kann man nichts anfangen. Neue Ressourcen werden am Tor eingelagert. Wo ist denn das? Das war das, oder? Eine Lagerstelle ist abgebaut, ist leer. Okay. War das? Das war das, okay. Nee, das war das. Können die drei Sachen abbauen? So dickes Geschäft. Jetzt bin ich gespannt. Was kommt denn da an Angebot? Für neun. Ich würde sagen ja, oder? Medizin kann man immer gebrauchen. Wir haben so viel. Wow! Wir haben richtig viel Medizin. Hast du sonst noch was? Aha! Ich würde sagen, das da, ne? Den kriegen wir Essen. Was uns ein bisschen. Der sieht aus wie der Weihnachtsmann, ohne Witz. Ist es, weil Weihnachten ist? Hat schon was Weihnachtliches an sich. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Bären gegen die Fasern. Weil, die brauchen wir gerade nicht. Überhaupt nicht. So, und? Was gibt's da drinne? Die Ressourcen werden verborgen. Ja gut, dann müssen wir den hier platt machen und den hier platt machen, damit wir wissen, was da drin ist. Kojak, my friend! Hau dir mal aufs Maul. Kann sie auch? Nee, passt. Dann guck mal hier rein. Forschung. Endlich. Wer kann gut forschen? Forschung 4. Forschung 3. Forschung 3. Okay. Dann ist die richtige. Die wird erstmal uns ein paar Forschungspunkte rausholen. Die kann da zweimal reingehen. Okay, passt. So. Was auch passt, ist, das Folgenende. Wir sind schon wieder ein bisschen, haben ein bisschen überzogen. Standard.
Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bye bye.